Und ich bin Historiker, ja, und habe mich auf Einladung von Diesel Spock mit dem Thema Kommunikation in der Vergangenheit beschäftigt. Sprich, als Titel gewählt Kommunikation 1000 bis Kommunikation 2000. Vom Jahr 1000 bis zum Jahr 2000 gemeint. Wir fangen allerdings ein bisschen eher an im Jahr 800. Da komme ich aber gleich noch zu, warum wir das so machen. Und der grundlegende Gedanke dieses Vortrages ist einfach zu sehen, wie hat sich Kommunikation über Jahrhunderte entwickelt, in welchem Tempo hat sie sich entwickelt, wie hat sie sich auch qualitativ entwickelt und in welchem langsamen Tempo ging das vor sich und was erleben wir, was erlebt ihr eigentlich alle, wir alle seit dem Jahr 2000, mobiles Internet, moderne Kommunikation, was bedeutet es eigentlich auch für Menschen, für den täglichen Alltag, für die Kommunikation untereinander? Und wie entwickelt sich das? Welche rasante Geschwindigkeit hat das aufgenommen? Und vielleicht kann man dann auch noch diskutieren, wie wird es sich weiterentwickeln? Wo wird das noch hinführen? Wir starten mal im Jahr 800. Diesen Herrn kennen Sie vielleicht. Das ist Karl der Große mit der Kaiserkrone. Im Jahr 800 nach Christus zum ersten deutschen Kaiser gekrönt. Und dieser Mann regierte ein Reich, was man sich heute ungefähr vorstellen kann: Frankreich, Deutschland und halb Italien. Und das im Jahr 800 ist natürlich eine riesige Herausforderung. Und so ein Reich zu regieren erfordert natürlich unwahrscheinlich viel Flexibilität. Und die Frage ist, wie wurde das gelöst? Ganz wichtig natürlich dann die Schriftlichkeit. Der Kaiser musste präsent sein. Er hatte die Macht, symbolisiert durch die Krone, die hat er auch immer dabei gehabt, genau wie Schwert und Zepter, um sich praktisch ausweisen zu können. Auch Sicherheit vor Schwindlern, die dann auftauchen könnten. Der Kaiser hatte immer die Reichsinsignien dabei und konnte sich praktisch damit ausweisen, legitimieren. Und er wollte dieses Reich einheitlich regieren, nach modernen, für damalige Zeit modernen Verfahren. Und da war es eben ganz wichtig, die Schriftlichkeit, die Rechtssicherheit zu schaffen. Und wie macht man das als Kaiser in einer Zeit ohne Flugzeug, ohne Auto, ohne Zug? Man muss reisen, und zwar ziemlich viel reisen. Man muss in den Landesteilen präsent sein, regelmäßig nach Möglichkeit, und dort auftreten, Recht sprechen, Verordnungen erlassen. Und das geht, indem man zu bestimmten Städten fährt. Das sind die sogenannten Kaiserpfalzen. Das ist jetzt hier, nicht weit von hier in Gelnhausen. Das ist der Zustand von heute. Das muss man sich vorstellen als ja, richtiges Gebäude mit eben soliden Steinmauern und entsprechendem Fachwerkanbau. Erhalten sind natürlich die Steinmauern. Und das sind die Pfalzen, wo der Kaiser von Pfalz zu Pfalz gereist ist und dort vor Ort für den Bereich Recht gesprochen hat, Gesetze erlassen hat, Urkunden gegeben hat und ja, das Reich regiert hat. Eine ziemlich mühselige Sache, also Hauptstadt, Fürstensitz und andere machen mal, war damals noch nicht. Das war richtig auch harte körperliche Arbeit. Das ist jetzt die kaiserliche Gesetzgebung, Gewaltgebung, die einfach in erster Linie durch Verfügungen, Gesetzestexte, Urkunden erfolgte. Jupp. Genau. Ganz wichtiges zweites Standbein dieser Zeit, die Religion. Karl der Große hat in großen Teilen des heutigen Deutschlands das Christentum überhaupt erst eingeführt. Vorher zum Beispiel bei den Sachsen überwiegend Naturreligionen, vom Christentum noch nichts gehört, auch eine sehr abwehrende Haltung. Es gab große Auseinandersetzungen. Karl der Große hatte auch den Beinamen der Sachsenschlechter, nach dem Motto, der stirbt. Das war damals relativ gang und gäbe. Und das Christentum wurde zu einer Stütze dieses Reiches und in erster Linie auch durch die Kompetenz in den Klöstern, die Schriftlichkeit. Die Mönche, die dort lebten, waren hervorragend ausgebildet, herrschten. Sie beherrschten die lateinische Sprache. Und gerade das war unwahrscheinlich wichtig. Latein
war die Sprache des Reiches. Alle Gebildeten sprachen und schrieben Latein. Der Vorteil, alle, die auf dem gleichen Level waren, verstanden das. Egal, ob das Buch, was später kommt, in Frankreich, in Spanien oder sonst wo geschrieben wurde, Latein verstand jeder. Der Nachteil natürlich, ein ganz exklusiver Kreis. Wer nicht Latein konnte, war draußen. Ganz einfach. Ja, also hier die Klöster und die Schriftlichkeit mit der Religion als zweiter Aspekt. Und ja, leider ist die Burg Eltz rausgeflogen. Der dritte Aspekt waren dann auch die Adeligen auf ihren Schlössern. Das muss man sich so vorstellen, dass die Gesetze und Urkunden, die der Kaiser gab, wurden dann von den lokalen Adeligen entgegengenommen und die setzten die wiederum in ihr eigenes Recht um, in ihren Rechtsbereich. Jupp. So, und dann kommen wir jetzt zum Beispiel Kommunikation in Form von Texten. Wie kann man Texte am besten langfristig sichern und weitergeben? Das geschieht am besten in diesen Handschriften. Und hier haben wir zum Beispiel einen Auszug aus einer handschriftlichen Bibel um 800. Da sitzt dann ein Mönch dran, schreibt diese Texte auf, macht die entsprechenden Randbemerkungen, Glossen, Kommentare und ja, diese Form von Schriftlichkeit wird dort um 800 auch regelrecht fixiert. Wir haben es hier einmal mit einer schönen Bibel zu tun. Das kann aber auch, wie Sie hier sehen, das ist das Evangeliar Heinrich des Löwen, um 1180 verfasst. Ein unwahrscheinliches Prachtwerk. Sie sehen heute noch diese unwahrscheinliche Farbenfreudigkeit. Nur die allerbesten Materialien, das Buch ist auch heute noch fantastisch erhalten. Und das sind wiederum Prachtschriften der Mönche für ganz hohe Herrscher, also nur Kaiser eigentlich. Die konnten sich erlauben, solche Bücher anfertigen zu lassen. Da saßen dann 30, 40 Mönche, mal locker 5 oder mehr Jahre dran, produzierten ausschließlich für diesen einen Herrscher das Buch. Gehen wir mal weiter. Genau, und hier sehen wir eine original karolingische Urkunde, wie damals Recht erlassen wurde. Die ist kurz vor 800 entstanden und natürlich auch in lateinischer Schrift. Und Sie sehen diese typische Schrift, das ist die karolingische Minuskelschrift, also die praktisch die kleinere Schrift. Es gibt dann noch die Majuskelschrift, das sind die großen Buchstaben. Die hat man aber für Urkunden nicht genommen, weil es einfach so ein Fließtext war. Und ganz wichtig, sehen Sie unten links dieses K. Und dann ist da leider in dem Original ein, ja, durch die Erhaltung bedingt, ein kleiner Ausriss. Das Ganze ist so eine Art Monogramm. Das soll dann eben Carolus heißen. Und in der Mitte, das kann man noch erahnen, ist eine Raute. Und in diese Raute hat der Kaiser höchst selbst ein Häkchen gemacht, das Beglaubigungshäkchen. Das Einzige, was original vom Kaiser ist an dieser Urkunde, ist das Häkchen. Also im Schreiben hatten sie ja auch nicht so, aber wichtig ist das Häkchen. Und da kann man nämlich, wenn man gewiss ist, Fälschungen erkennen. Es gab auch damals schon viele Fälschungen dieser Urkunden. Zum Beispiel im Jahr 1300, 1400. Haben gesagt, wäre doch schön, bestimmte Region, wenn wir die Macht oder die Legitimation über das und das hätten. Haben wir aber nicht schriftlich, hätten wir aber, wir fälschen mal eins. Und dann gibt es Bauten, da werden dann bestimmte Sachverhalte geändert und dann wird das unten entsprechend beglaubigt, besiegelt, das Siegel ist ja abgebrochen. Und oftmals haben die dann diese Kleinigkeit, dieses Häkchen übersehen und da können Forscher, weil sie es eben wissen, erkennen, das ist nicht original, weil das Häkchen fehlt. Und das wissen wir heute, aber damals war es den Leuten natürlich nicht so bewusst. Und ja, da war es auch die Möglichkeit, entsprechend vorzugehen, auch zum Thema Kommunikation. Fake News ist ja ein Begriff, praktisch jeden Tag in aller Munde. Und das ist nicht neu. Gelogen, gefälscht, betrogen wurde schon immer. Und man kann es anhand dieser Urkunden ganz deutlich auch beweisen. Ja, worum geht es in diesen Sachen? Ganz wichtig natürlich für Städte, Steuerfreiheiten, Marktrechte, Messerecht.
zum Beispiel das berühmte Messeprivileg der Stadt Frankfurt am Main, sehr früh erlassen, im frühen 13. Jahrhundert, lebt die Stadt heute noch von. Tradiert, beglaubigt, dies ist ein echtes Protokoll, also eine echte Urkunde, ein echtes Privileg. Und das hat Auswirkungen bis heute sozusagen. Ne? Diese Messetradition zum Beispiel hier in Frankfurt ist praktisch von 1220, ist die Urkunde, glaube ich, bis heute geltendes Recht. Ja, also wir sind jetzt so auch immer noch so im Mittelalter, hohen Mittelalter, zweierlei Sachen. Sie haben die Bibel gesehen, religiöse Texte, Religion, ganz wichtiger Baustein der Zeit. Man muss den Hintergrund sehen. Die Lebenserwartung im Jahr 1000 betrug ungefähr 30 Jahre. Können Sie sich ausrechnen, wie alt bin ich? 30 ist durchschnittlich Schluss. Ist nicht viel. Und deshalb haben viele den Sinn dieses Lebens gar nicht in dem Leben selbst, wie wir es heute leben, gesehen, sondern einzig und allein im Jenseits. Am jüngsten Gericht, die Erlösung, das Paradies. So haben die Leute um dieses Leben verstanden und auch gelebt. Deshalb eine sehr hohe Gläubigkeit, Frömmigkeit, Glaube an die Autorität, gerade der Kirche, das ewige Leben im Jenseits. Dieses Leben zählte nicht viel. Und deshalb die große Bedeutung der Bibeln, der Bibelkommentare, der Auslegung, auch im Rahmen der Kirche, Ketzer, andere Meinungen, nicht so gern gesehen, eine ganz klar strukturierte Welt. Und das andere, was wir eben haben, wie anhand dieser Urkunde gezeigt werden kann, ganz konkrete weltliche Sachen. Ja, und die Frage ist natürlich, wer hat zum Beispiel diese ganzen Bibeln hergestellt? Das waren natürlich dann die Klöster. Bestimmte Glaubensrichtungen waren dort vorherrschend, zum Beispiel die Prämonstratenser. Die Mönche hatten ein Schweigegelübde abgelegt und durften entsprechend nicht reden den Tag über. Stattdessen, um das Lob Gottes zu verkünden, war es ihre Aufgabe, dann Bücher zu schreiben. Und da kommen dann zum Beispiel auch die Großzahl der noch erhaltenen Prachtexemplare, Bibeln, Bibelkommentare her. Und dieses System, was ich jetzt so kurz vorgestellt habe, hat sich eigentlich bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts, wir können es gleich ziemlich genau auf 1453 datieren, erzähle ich auch noch warum, dieses System hat sich praktisch über Jahrhunderte, nehmen wir 800, Karl den Großen, 1450, 650 Jahre erhalten, ausgeprägt. Sprich, wir haben in diesen 650 Jahren so gut wie gar keine Veränderung in der Art der Kommunikation. Wie Herrschaft organisiert wurde, wie miteinander schriftlich kommuniziert wurde. Also stellen Sie sich das mal vor, Stand heute, 650 Jahre, keine Entwicklung, ist nicht mehr vorstellbar. Aber es war praktisch in dieser Zeit Standard. Und Mitte des 15. Jahrhunderts brach diese mittelalterliche Welt, die ich gerade so kurz skizziert habe, doch ein Stück weit zusammen. Es gab bestimmte historische Veränderungen, die werde ich gleich noch mal kurz vorstellen. Und es rührten sich schon erste Überlegungen im frühen 15. Jahrhundert. Wir könnten was Neues probieren. Wir müssen versuchen, vielleicht diese Kommunikation, auch die Schriftlichkeit, zu modernisieren. Und da war eine Idee, diese Bücher, die bis jetzt immer handschriftlich waren, durch erste gedruckte Bücher zu ersetzen, in der Erwartung, in der Hoffnung, mehr produzieren zu können und schneller praktisch unter die Gelehrten bringen zu können. Und hier haben wir ein sogenanntes Blockbuch. Das sind Bücher, die folgendermaßen hergestellt. Man nimmt einfach einen Holzblock, Holzschnitt, macht entsprechend diese, in diesem Fall ganzseitigen Holzschnitte rein, die werden später koloriert und oben wird der Text eingeschrieben. Das ist praktisch schon die Vorformel, Vorstufe der gedruckten Bücher. Und das war schon mal in erster Linie eine Verbesserung, aber es war immer noch nötig, dass ein Mönch, Künstler, Handwerker hier einen Holzstock bearbeitete, der dann aber beliebig oft, solange es Holz hielt, kommt auf die Qualität an, reproduziert werden konnte. Also wir haben hier mit diesen Büchern erstmalig die technische Möglichkeit, mehr zu machen.
So richtig schnell ging das natürlich auch noch nicht, aber es war erstmal ein Ansatz. Und dann kommen wir zum nächsten Bild. Das war um das Jahr 1454. Da hatte der Johannes Gänsfleisch aus Mainz, der nach seinem Haus, in dem er wohnte in Mainz, Gutenberg, zum Gutenberg genannt wurde, der Johannes Gutenberg eine praktisch revolutionäre Idee. Wir machen jetzt mal was ganz anderes. Wir schnitzen nicht mehr und wir malen nicht mehr einzeln. Wir zerlegen den Text in seine Buchstaben, reproduzieren die Buchstaben im Bleiguss, setzen die Buchstaben zusammen, wie es uns gefällt, und drucken von diesen Buchstaben. Und das war praktisch die Geburtsstunde, ja, der modernen Buchkultur, wie sie im Prinzip auch heute noch vorhanden ist. Und hier haben wir es mit einer Bibel zu tun. Na klar, was war das erste gedruckte Buch? Eine Bibel. Das ist die 42-zeilige Gutenberg-Bibel, um 1454 in Mainz gedruckt. Muss man sich so vorstellen, es wurde gesetzt, 200 Abzüge gemacht pro Blatt, Altes und Neues Testament, also wirklich auch ein sehr umfangreiches Werk. Ungefähr 200 Abzüge, die wurden dann in Bögen gedruckt und entsprechend geschnitten und zusammengelegt und wurden entsprechend verkauft. Die kamen dann in Fässchen, da kam der ganze Text rein, Deckel drauf und wurden verkauft. Und da musste derjenige, der es erwarb, sich selbst zum Buchbinder bewegen und die Sachen binden lassen. Genauso wie es bis ins frühe 19. Jahrhundert der Fall war. Der Beruf Buchbinder war elementar für das Buch. Die Verlagsanbände kamen erst frühes 19. Jahrhundert. Ja, auf jeden Fall hier eine echte Sensation, ein Durchbruch. In Mainz praktisch erfunden und bis ins Jahr 1500 spricht man von der sogenannten Inkunabelzeit. Das sind Wiegendrucke, also die Frühdrucke bis zum Jahr 1500. Und diese Idee hat sich rasend schnell ausgebreitet. Die weiteren Druckorte, große Städte, Köln, Straßburg, praktisch die ganzen Städte am Rhein, runter bis zum Bodensee, südlich der Alpen, Venedig, eins der Zentren, dann auch später Rom, Paris, ganz wichtig. Also diese Idee hat sich bomm, praktisch explosionsartig ausgedehnt und die Leute haben diese Technik adaptiert und lokal umgesetzt. Aber auch hier mehr als 95% lateinische Werke. Werke in der Landessprache, Deutsch, Italienisch, Spanisch etc. ist extrem rar, sehr, sehr selten. Das meiste, allermeiste Latein. Vorteil wieder, alle Gelehrten konnten ein Buch, das in Köln gedruckt wurde, in München lesen oder in Rom oder in Barcelona, alles möglich. Nachteil natürlich, ein exklusiver Kreis, der das wiederum verstand. Ja, und das war eben der Durchbruch. Ganz krasser Vorteil, der Preis der Bücher. Faktor 10 günstiger geworden. Früher, als Faustformel, ein Mönch sitzt ein Leben lang, was ja nicht so lange währte, an der Abschrift einer Bibel und dementsprechend teuer war das Produkt. Das war ein Lebenswerk. Jetzt konnten eine Werkstatt von Druckern in einem Jahr Hunderte von solchen Exemplaren drucken. Bam. Ja. Und damit konnte man natürlich auch mal ganz schnell moderne Texte drucken lassen. Ideen, die aufkamen. Ich habe gerade mal auf den Zeitenumbruch Mitte des 15. Jahrhunderts um 1450 hingewiesen. Es ist gerade in östlichen Teil des noch bestehenden Oströmischen Reiches, was passiert, 1453, Istanbul, früher Byzanz, noch vorher Konstantinopel, ist von den osmanischen Truppen, von den islamischen Truppen eingenommen worden. Und Byzanz war ein Zentrum der Gelehrsamkeit der oströmischen Kirche. Viele Mönche, Gebildete sind aus der Stadt geflohen, weil sie Angst hatten vor der islamischen Herrschaft, dachten, ihnen ging es auch persönlich ans Leben, sind geflohen und haben ihre Bücher, ihr Wissen mitgebracht, was zum Teil in der westlichen Welt verloren. Die haben unglaubliche Schätze, antike Werke, Handschriften natürlich mitgebracht in unsere Gegend. Und die wurden dann natürlich begierig aufgenommen und natürlich
Das heißt, die Möglichkeit, diese antiken Texte zu reproduzieren, war auf einmal da. Das war, ist ein Riesenzufall, aber praktisch aufs Jahr fielen der Buchdruck und diese Entwicklung in Konstantinopel zusammen. Dadurch kam eine ganz neue Bewegung auf, was später auch in den Humanismus überging und führte erstmal dazu, dass die Menschen sich wieder mit antiken Philosophien beschäftigten. Das Leben bis dahin war konzentriert auf das christliche Leben und das Leben nach dem Tod. Jetzt kamen die ganzen antiken Philosophen auf. Die Beschäftigung damit wurde auf einmal en vogue. Und das setzte wiederum ganz andere Veränderungen, geistige Prozesse auch wieder in Gange, dass man fragte, ja, zum Beispiel die Kirche, der Stand heute, Ablasshandel, gefällt uns ja alles nicht. Auch Rückkopplung auf die antiken Autoren. Es kam was in Gange. Die ganze Reformation, die dann praktisch mit Luthers Thesenanschlag 1517 praktisch kulminierte, das kam durch diese Bücher überhaupt erstmal in Gang. Weiterer Punkt, das mittelalterliche Weltbild brach zusammen, auch spätestens nachdem Amerika entdeckt wurde, 1492. Da merkt man, die Welt ist doch eine ganz andere, als wir uns bislang vorgestellt haben. Und in diesem Prozess, gerade auch Kritik an der Kirche, Luther war ja ursprünglich angetreten als Reformator der katholischen Kirche und erst als er sah, da ist nicht viel zu reformieren, hat sich eben dieser Protestantismus von der katholischen Kirche gelöst. Und ja, Luther hat die Mittel der Zeit, die eben nach dem Buchdruck aufkam, radikal genutzt und erkannt. Wir sehen hier eine typische Schrift vom Martinus Luther. Von der Freiheit ja, eines Christenmenschen, Wittenberg, ganz zentral, Anno Domini 1520. Wir sehen hier einen typischen Einband, die Bordüren, das Titelblatt und wir sehen, das ist Deutsch. Ja? Das können wir heute noch lesen, wir können es verstehen und die Zeitgenossen können es auch verstehen. Leute, die nie Latein gelernt haben, aber lesen konnten, die dieses Thema kommen gleich noch zu, das entwickelte sich auch dann in dieser Zeit im Rahmen des Humanismus, konnten es lesen, konnten es vorlesen. Diese Bücher, meistens waren es kleine Büchlein, so naja, 30, 40, 50 Seiten, wenn man will, so Prospektformat, die wurden zu Tausenden gedruckt, diese Reformationsschriften. Muss man sich vorstellen, Tausende, vom Faktor 1 handschriftlich zum Faktor 1000. Eine gigantische Entwicklung. Und das verhalf auch gerade der Reformation zum Durchbruch, dass Ideen nicht mehr totgeschwiegen werden konnte. Jan Hus, einer Reformator, tschechischer Reformator, wurde 1415 in Konstanz verbrannt. Damit war Jan Hus erstmal erledigt. Warum? Er konnte seine Ideen nicht in der Form publizieren, wie es Luther konnte. Und damit war die Möglichkeit gegeben, Sachen in die Welt zu bringen und nicht mehr löschen zu können. Und wir haben es dann mit einer weiteren sehr interessanten Entwicklung zu tun, was ich schon andeutete. Es wurde Deutsch gedruckt. Deutsch wurde auch, also die Landessprache, es galt für ganz Europa, zu einer Kommunikationsformel. Und es entwickelte sich daraus der Humanismus-Ansatz, Bildung, Schriftlichkeit, nicht nur beim Kaiser, nicht nur beim Adel, nicht nur bei den Mönchen, sondern ins Bürgertum, Lateinschulen, bürgerliche Schulen. Dort wurde zum einen Latein gelernt, wenn Leute auch die lateinischen Texte erschließen konnten und eben auch wiederum deutsche Bücher praktisch vorbereitet. Was wir hier sehen, ein wunderbares Bild von Quentin Metsys, einem flämischen Maler um 1550. Sie sehen hier ein wunderbares naturnahes Porträt. Ein Mensch in einer natürlichen Landschaft und ein gut gekleideter, wohlhabender Gelehrter in praktisch Gelehrtenpose, vor ihm ein aufgeschlagenes Buch. Also wenn Sie so wollen, das praktisch Paradebeispiel des humanistischen Gelehrten im 16. Jahrhundert. Und was diese Humanisten unwahrscheinlich gerne gemacht haben, sie haben sich ausgetauscht. Sie haben Briefe geschrieben in einer bis dato kaum vorstellbaren Größenordnung. Und Sie sehen hier diese typische Humanistenschrift, findet sich auch oft als Randglosse an Büchern. Und diese Humanisten haben sich
ausgetauscht, fortwährend und über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Also das war ganz wichtig für die Entwicklung, geistige Entwicklung dieser Zeit. Und Entwicklungen, die einmal gemacht sind, kann man nicht mehr zurückdrehen. Das ist der große Unterschied zu früher. Und es ging weiter, dass erste Zeitungen aufkamen. Hier haben wir ein Exemplar, Straßburg 1609, gilt als erste Zeitung der Welt überhaupt. Dort sammelten Drucker Nachrichten, die ihm von Kaufleuten, Reisenden zugetragen wurden, Neuigkeiten aus allen Teilen Europas, Asien und haben die dann festgehalten und herausgegeben. Das muss natürlich alles nicht immer hundertprozentig der Wahrheit entsprochen haben, ließ sich auch nicht so gut nachprüfen und war auf jeden Fall eine interessante Sache, diente auch der Unterhaltung zum großen Teil. Und ja, auch hier zum Thema Fake News eben, ne? Wahrheitsgehalt ist so eine Sache. Und es gibt diesen bekannten Spruch, lügt wie gedruckt. Ist das noch geläufig? Ja, und ich habe mal nachvollzogen, seit wann gibt es das? Und diesen Begriff gibt es praktisch seit den ersten Buchdrucken. Ja, das war eben die Möglichkeit, seinen eigenen Standpunkt niederzuschreiben, drucken und reproduzieren zu lassen. Und derjenige, dem das nicht gefiel, der sagt natürlich, das kann ja alles nicht sein, das stimmt nicht, das ist ja alles gelogen. Und da wurde eben dieses lügt wie gedruckt zu einem, ja, prägendem Wort, was sich eigentlich bis heute durchzieht. Und es kommt wirklich praktisch aus der ersten Buchdruckzeit. Ja, wir haben jetzt eine entsprechende Entwicklung von 1450 bis zur industriellen Revolution beziehungsweise Entwicklung der Dampfmaschine Ende des 18. Jahrhunderts. Was hat sich verbessert in der Kommunikation, in der Darstellung? Die Kommunikationsmittel sind nach wie vor Briefe, Feder und der moderne Druck. Das sind die beiden Konstanten, ja, bis hinein ins 19. Jahrhundert. Und wenn wir diesen Zeitraum nehmen, nehmen wir jetzt 800 bis, sagen wir mal, ja, 1800, dann haben wir ziemlich genau 1000 Jahre, in denen diese beiden grundlegenden Technik Konstanten waren. Es gab immer wieder kleine Verbesserungen. Die Illustrationen in den Büchern wurden besser. Es gab dann, da sind wir jetzt schon im 18. Jahrhundert, kolorierte Stiche. Und ganz wichtig, man wechselte von der gotischen Schrift, wie sie Gutenberg genommen hat, die sogenannte Fraktur, die gebrochene Schrift, hin zur Antiqua, der lateinischen Schrift. Und hier haben wir ein Beispiel von dem Joachim Göschen. 1794, ja, wir sind jetzt schon praktisch Ende des 18. Jahrhunderts, wo Werke, grundlegende Werke in dieser neuen Schrift gedruckt wurden. Aber das ist jetzt, sag mal, wenn man so will, keine substanzielle Veränderung, es ist einfach eine Formänderung. Auch hier hatte der gute Mann noch mit mittelalterlichen Restriktionen zu kämpfen. Hier steht zwar Leipzig drauf, in Leipzig durfte man aber nur durch die Innungsordnung Fraktur drucken. Göschen wollte aber Antiqua drucken. Was hat er gemacht? Ist nach Grimma gegangen, so 30 Kilometer südöstlich, hat dort seine Druckwerkstatt gemacht, hat dort so gedruckt und Leipzig draufgeschrieben, weil er halt Buchhändler in Leipzig war. Also das Buch ist nicht in Leipzig, sondern in Grimma gedruckt. Das war so die kleine Hintertür. Ja, und wir haben es bis jetzt, kleinen Zwischenstand, mit diesen traditionellen Herstellungsverfahren zu tun. Jetzt sehen wir dieses Gerät. Da haben wir im Jahr 1810 eine dampfgetriebene Druckmaschine. Was bedeutet das? Drucken immer noch von den Lettern, aber durch Entwicklung der Dampfmaschine übertragen auf andere Bereiche eine industrielle Herstellung. Ein ganz anderes Tempo, das die Herstellung von Büchern, von Werken ermöglicht. Und hier sind wir immer noch im, sag mal, konventionellen Bereich. Und jetzt mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts treten wir erst in eine ganz neue Kommunikationsepoche, praktisch 800 bis 1800 und jetzt 1800, sage ich mal, bis 2000, in der die mündliche
Kommunikation, telegrafische und visuelle Kommunikation ganz andere Dimensionen annimmt. Wir gehen da ein bisschen weiter, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, kabelgebundene, drahtlose Kommunikation kommt auf. Wir sehen hier das erste Telefon, Philipp Reis, um 1860 entwickelt, gar nicht weit von hier, Friedrichsdorf bei Frankfurt. Und hier sehen wir moderne Technik, elektrische Sachen, Strom. Strom wurde erkannt in seiner Bedeutung und genutzt in der konkreten Umsetzung. Er hat geschafft, die Druckwellen, die im Sprengfeld entstehen, elektrischen Strom zu transportieren. Das war dann über ein Kabel, dort ist das Eingabegerät, da wurde dann reingesprochen und hinten mit dem Kabelhörapparat konnte man das dann wieder empfangen. Also eine durchbrechende Erfindung, die allerdings in Deutschland sehr konservativ nicht so richtig gewürdigt wurde. Und ganz anders zum Beispiel als in den Vereinigten Staaten, die sofort erkannt haben, wow, damit lässt sich was machen. Und die haben dann auch Systeme aufgebaut und konnten schon 1915 von West- zur Ostküste telefonieren. Eine Leistung, ne? Los Angeles, New York, das sind knapp 4000 Kilometer, haben die es hingekriegt, dass man sich unterhalten konnte an diesen Geräten. Eine unwahrscheinlich moderne Entwicklung. Und hier haben wir eben diese moderne Kommunikation. Man kann von Mensch zu Mensch über Entfernung sprechen, ohne sich zu sehen. Wow, vorher undenkbar. Und die Entwicklung war in den Vereinigten Staaten sehr schnell, ging rasch voran. Und in Deutschland hat es ein bisschen gedauert. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch, Sie erinnern sich vielleicht noch, die älteren gelbe Telefonzellen. Ja, das war für viele eine Kommunikation, bis das eigene Telefon in die eigenen vier Wände Einzug hielt. Auch immer noch schön dieser alte Spruch, fasse dich kurz, andere wollen auch mal. Nix, Flatrate, täglich, mobil, war nicht. In der DDR war es noch ein bisschen schwieriger. Da waren nur sehr wenige Haushalte mit einem Telefonanschluss ausgestattet. Kommunikation, sprich Telefonate, zum Beispiel von der DDR in die Bundesrepublik, übers Postamt könnte Stunden dauern, bis man überhaupt eine Verbindung bekam. Also das war auch nicht so ganz einfach, bis sich das dann, sagen wir mal, in den 80er Jahren, speziell nach der Deutschen Vereinigung 89, 90, ganz anders entwickelt hat. Ausbau, Kabel, Fernsehen, Breitbandtechnologie und. Also da kam eigentlich eine Menge. Und das ist jetzt praktisch das Telefon. Eine andere wichtige Geschichte. Der Herr Marconi, Italiener, hat die drahtlose Nachrichtenvermittlung seit den 1890er Jahren entwickelt. Sie sehen hier seine Apparaturen. Bereits 1903 gelang es, über den Ozean diese Impulse zu transportieren. Riesige Sendestation, Empfängerstation an den Küsten und es gelang tatsächlich über diese riesigen Entfernung, 6000 Kilometer, die Informationen elektrotechnisch auszutauschen. Damit ist die Kommunikation auch praktisch global geworden. Sie geht über unwahrscheinliche Räume. Und auch im 19. Jahrhundert die Fotografie. Bilder entwickeln sich. Hier ist das älteste erhaltene, praktisch dauerhaft erhaltene, belichtete Bild aus dem Jahr 1826. Diese Verfahren wurden natürlich dann ständig weiter, wurden immer besser, die Bilder wurden schärfer, mit Quecksilberlösungen gearbeitet und die Fotografie wurde auch ein wichtiger Träger an Informationen im Rahmen der Kommunikation. Und wir wissen auch, wer Bilder hat, kann eigentlich auch Filme machen. Warum? Ganz einfacher Trick. Ab einer Abfolge von 15 Bildern pro Sekunde nimmt der Mensch nicht mehr das Einzelbild wahr, sondern sieht die Bewegung. Und das hat man sich sehr schnell zunutze gemacht. Und bereits 1895 in Berlin gab es erste Lichtspielhäuser, wo kurze, sag mal, Clips, Filmchen produziert, vorgestellt wurden. Die Welt um 1900, Zeit des Hochimperialismus, die Welt beherrscht von wenigen Großmächten mit entsprechenden Kolonien, Vereinigte Staaten, Großbritannien,
Deutschland weniger, Frankreich sehr stark. Also wenige Mächte, auch Russland, haben sich die Welt aufgeteilt und mit der modernen Kommunikation auch dann beherrschen können. Das ist jetzt so die Entwicklung bis, sagen wir mal, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Und dann passiert während des Zweiten Weltkriegs etwas völlig Neues. Wir sehen hier praktisch den ersten Computer von Konrad Zuse 1938, der Z1. Das Original ist leider im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Das ist aber ein originalgetreuer Nachbau. Ich habe einen gesehen in Berlin im Technischen Museum. Das Ding funktioniert. Er arbeitete mit binären Zahlen, besaß ein Ein- und Ausgabewerk, Rechenwerk, Speicherwerk, Programmwerk. Und ja, die Ergebnisse wurden von gelochten Filmstreifen gelesen. So kann man sich das vorstellen, so funktionierte das Ganze. Und der Hintergrund war leider auch wieder kriegerisch. Es waren für Bombenabwürfe, Bomben oder Raketenabschüsse, die Flugbahnen zu berechnen. Das war eine äußerst komplizierte Sache. Und da hatte der Zuse auch als Mathematiker nicht die Lust, jede einzelne Berechnung anzustellen. Und sagt, kann man das nicht vereinheitlichen? Kann man das nicht automatisieren? Und dann ist er auf die Idee gekommen, mit dieser Maschine diesen Prozess praktisch abzubilden. Also eine praktisch Beginn der des Computerzeitalters. Aber der Hintergrund ist, muss man sagen, rein militärisch. Das war der Z1 und dann sehen wir hier, wenige Jahrzehnte später, den Z3. Das sieht doch schon eher nach Computer aus, ne? Mit den entsprechenden Modulen. Das ist der Z3, der erste richtig funktionstüchtige Computer, vollautomatisch, binäre Gleitkommarechnung. Und mit Speicher, Zentraleinheiten und das funktionierte alles auf Telefonrelaisbasis. Das war pionierweit. Das waren einzelne Pioniere und die haben sich mit diesen Sachen beschäftigt. Die Prognosen noch aus den 60er Jahren, ja im Jahr 2000 wird es vielleicht weltweit 5 Computer geben. Weil man sich nicht vorstellen konnte, solche Sachen, Riesengebilde zu komprimieren, für den technischen Alltag fähig zu machen. Und ja, mit diesem Z3 eine Basis und ja, dann Computer sprechen von Computer. Praktisch die E-Mail 1971 in den Vereinigten Staaten, 1984 erste deutsche E-Mail zwischen zwei Computern, Forschungszentrum Karlsruhe gesendet. Und da merkte man, es geht. Ja, der Punkt ist einfach, grundlegenden Technologien, es funktioniert. Dann ist es eine Frage der Jahre, des Einsatzes, des Willens, dass das auch verbreitet wird. Aber die Grundlagen waren nun mal geschaffen und in den, kennen vielleicht einige Ältere noch, in den 80er Jahren wurde dann aus diesen riesigen Dingern durch eben Verkleinerung, Prozessoren, die ersten Computer, die sich ein Mensch kaufen konnte. Für nicht viel, nicht, ja, auch nicht günstig, ja, einige tausend Mark waren das schon, aber man konnte sie kaufen und es waren keine exklusiven Sachen, die zig Millionen Dollar gekostet haben. Und hier haben wir den C64, so der meistverkaufte, der gängigste Computer. Sie sehen links noch Diskettenlaufwerk, heute völlig verschwunden, aber das war so, ne? Der Speicher. Und ja, Arbeitsspeicher 64 Kilobyte. Heute sind wir ein bisschen weiter. Verkaufszahlen 25 Millionen Exemplare weltweit. Ja, eine bahnbrechende Entwicklung und praktisch der Einstieg in die Computerwelt. Dann kam ja die 386, 486 Rechner, dann kamen die folgende Modelle, wo dann auch Internetverkehr möglich war. Aber wenn man so will, mit diesen Dingern aus den 80ern, 10, 15 Jahre weiter, die modernen Computer, die dann auch miteinander über die E-Mail-Programme kommunizieren konnten. Und hier sehen wir die praktisch das Innenleben dieses Computers schon ziemlich professionell, serienmäßig hergestellt und sehr hohe Verlässlichkeit. Die Dinger haben auch gut gehalten. Ja, war eine solide Technik. Klar, können Sie nicht vergleichen mit den Leistungen von heute, aber es war, wie gesagt, der Einstieg.
Und eine weitere Neuigkeit im Rahmen der technologischen Entwicklung: Es gab ja bis dahin den Fernseher seit den 60er, 70er Jahren, durchaus verbreitet weltweit. Und dieser Fernseher hat bis jetzt Fernsehprogramme empfangen, ausgestrahlt. Und jetzt gab es durch diese Technologie den Bildschirmtext, BTX. Das heißt, man konnte mit einer Tastatur raus aus dem Fernsehmodus und rein in den Bildschirmtextmodus und einzelne Informationen abfragen. Ich habe jetzt das hier gefunden, Informationen der Polizei, die Kripo rät. Ja. Sie hatten auch die Möglichkeit über so ein System, ich glaube 600 stand für Kultur, Ausstellungstermine, Klick, Klick, ja, 602, Köln, 604, München, konnten sie sich praktisch über diese Technologie, über aktuelle Ausstellungstermine informieren oder halt andere Events und praktisch den Fernseher in diesem Sinne für sich selbst nutzen. Sie wurden nicht mehr, waren nicht mehr nur ausschließlich praktisch der Empfänger des Programms, sondern sie konnten selbst aktiv Informationen über den Fernseher in diesem Bildschirmtext finden. Und das war so die letzte Stufe, bevor wir praktisch ja, mit dem Jahr 2000 in die Kommunikationsphase eintreten, die wir eigentlich heute kennen, die eigentlich gegenwärtig ist. Und ich möchte einfach noch mal den ganzen Vortrag vielleicht kurz zusammenfassen, die einzelnen Schritte. Punkt 1 waren halt diese prächtigen Bücher, Kommunikation. Viele, die dieses Buch geschrieben haben, zu einem, der es bekam, meistens sehr hohe Persönlichkeiten. Die Kommunikation von einem zu höchstwahrscheinlich nur einem über Urkunden, aber auch Briefe, die waren ja 1:1 von Adressat an Empfänger gerichtet. Mit dem Buchdruck in eine Phase, die Kommunikation eines Einzelnen, des Autors, über den Buchdrucker zu vielen. Hunderte von Exemplaren gedruckt, jeder, der wollte, konnte das Buch lesen, kaufen und man erreichte ein viel größeres Publikum. Und dann die Kommunikation, die wir so heute kennen, jeder mit jedem, zu jeder Zeit, an jedem Ort, mobil und eine bis dato völlig ungeahnte Möglichkeit. Besonders erstaunlich die Schnelligkeit, mit der das geht, mit der die Rechner heute schon arbeiten. Wir haben gesehen vorhin 64 Kilobyte, heutigen Zahlen sind ja bekannt. Wenn wir das retrospektiv mal sehen, wir haben bis 1454, bis zur Erfindung des Buchdrucks, 600 Jahre Standard, keine Entwicklung. Es war eingespielt, verlässlich, 600, 650 Jahre. Dann Buchdruck, 1450 bis, sagen wir mal, 1800, 1850. 400 Jahre langsame Entwicklung, einzelne Verbesserungen. Und dann praktisch 2000, Computerzeitalter, wie sich zum Beispiel die Entwicklung seit 2000 mit den ersten mobilen Telefonen bis heute schon entwickelt hat. Eine unglaubliche Steigerung. Und ja, die Frage ist, was wird eben die Zukunft bringen? Ich habe mit DJ Spock über Quantencomputer gesprochen. Ganz neue Möglichkeiten. Theoretisch kein Problem, müssen halt nur noch in die Praxis umgesetzt gebaut werden. Frage, wie es sich entwickelt und die Frage immer, wie bewerten wir solche Techniken, wie bewerten wir unsere heutige Technik? Wir werden natürlich sagen, wir haben heute eine fantastische moderne Technik, gucken wir nur 100, 500 Jahre zurück, aber wagen wir mal den Blick in die Zukunft, wie werden Menschen in 200 Jahren oder 500 Jahren auf unsere heutige Technik gucken und deshalb kann man nicht sagen, aber wir können davon ausgehen, dass sich nochmal deutlich entwickeln wird. Deshalb sollten wir auch immer versuchen, die Technik, die die Leute da entwickelt haben, zum Beispiel der Marconi, entsprechend zu würdigen, nicht von oben herab, das ist ja alles irgendwie Steinzeit, nein, sondern versuchen, diese Sachen als Basis zu begreifen, als Entwicklung zu begreifen, genau wie wir heute Sachen entwickeln, die vielleicht erst in den nächsten Generationen richtig tragen werden. Ja, damit wäre ich mit diesem Vortrag erstmal soweit durch. Danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wir können gerne noch, ein paar Minuten haben wir noch, gerne in so eine kleine Diskussion eintreten. Vielen Dank erstmal. Danke. Ja, wenn Sie Fragen zu dem Thema haben, also wir haben jetzt ungefähr 1200 Jahre abgehandelt, da kann schon mal die eine oder andere Frage. Gerne. Ja, also ich würde gerne mal eine Frage stellen, die mich
Ja. Ja, verhält. Genau. Ganz interessante Sache. erstaunlich. Könnt ihr die Frage vielleicht wiederholen? Ja, ich wiederhole mal die Frage. Bezog sich auf die Kriege, wahrscheinlich auf die Weltkriege, Weltkrieg I, Weltkrieg II. 30-jähriger Krieg, ja. Generell kann man sagen, Krieg ist zerstörerisch. Krieg hat vieles vernichtet. Krieg hat, gerade der 30-jährige Krieg, ganze Bibliotheken, Klöster vernichtet. Hat Jahrhunderte von Kultur vernichtet. Es findet in Kriegen oftmals eine Reduktion der Technik statt. Ganz wichtig im Ersten Weltkrieg, Brieftauben, Hunde, die mit Botschaften ausgestattet, ne, ums Halsband wurden und sagen, hier, Hund, lauf, lauf bis ganz vorne, da muss die Nachricht hin. Erstaunlich hat man oftmals zurückgegriffen auf jahrhundertealte Techniken, gleichzeitig aber die andere Seite versucht, ganz neue Techniken zu entwickeln, um den Gegner wieder zu übervorteilen. Also es fand beides statt. Moderne Techniken, wir haben ja gesehen, der Z1, eine militärische Entwicklung und gleichzeitig geht man zurück auf Brieftauben. Also Kriege bewirken beides, Zerstörung und Forcierung. Das kann man vielleicht als großes Ergebnis festhalten, die sich im Einzelnen natürlich überprüfen, aber beide Seiten kann man da in diesem Punkt, glaube ich, erwähnen, ja. Ja, danke für den Vortrag. Ich habe eine Frage zu den Briefwechseln, die Sie kurz angesprochen haben, diese Explosion von Briefen. Sattelte das auf, ist es bekannt, sattelte das auf schon vorhandenes Postsystem, nur rudimentär, oder war das eher andersrum, dass da die Post dann erst die Nachfrage bediente? Genau, also es gab da ein Privileg, zum Beispiel für das damalige Deutsche Reich, die Familie Thurn und Taxis, heute noch bekannt, die hatte das Postprivileg für das Deutsche Reich. Und die haben Briefstationen aufgebaut. Professionelle Station, ein Pferd, konnte Kutsche so am Tag, je nach Wege, 15, 20 Kilometer machen. Da waren dann Poststationen. Dann war das Pferd erledigt. Und dann nächste Station, wieder 20 Kilometer. So wurden praktisch über diese Poststationen Briefe befördert. Aber das Thema war bis ins 18. Jahrhundert nicht immer 100% zuverlässig. Es gab auch Straßenraub, ganz klar, ne? Entlegenen Gebieten, Räuber, kam vor. Da wurde dann geklaut, wurde die Post auch geklaut. Deshalb oftmals haben diese Leute befreundeten Kaufleuten, die reisten mit eben privater Schatulle, Brieftasche, auch entsprechend mit Sicherheit bewaffneten Leuten ihre Post mitgegeben. Aber selbst hohe Würdenträger, gerade in Rom, Kardinäle wurden auch auf offener Straße überfallen, ausgeraubt. Also man war nie sicher, dass die Sachen ankamen. Aber im Prinzip schon richtig, seit dem 16. Jahrhundert, Thurn und Taxis, dieses forcierte Transportsystem. Sie haben angesprochen, irgendwo die, diese Funkverbindungen über den Atlantik. Ja. Wie kann man sich denn das vorstellen? War das so eine Art Telegrafenverbindung oder noch viel rudimentärer, dass einzelne Nachrichten mal nur so stückweise gemorst wurden? Genau. Oder gab es so dann irgendwie so schon eine Art Telefonverbindung oder? Das kam so wiederum später. Also diese ersten drahtlosen Verbindungen, das waren in der Tat Morse-Signale. Es gab dieses Morse-Alphabet. Jedem Buchstaben wurde ein bestimmter Code kurz lang zugewiesen oder kurz, kurz, lang, 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 kurz, diverse Kombinationen. Damit konnte man die einzelnen Buchstaben abbilden und entsprechend senden. Setzt natürlich voraus, geübtes Gehör, wurde sehr schnell professionalisiert und diese Sachen wurden dann entsprechend gemorst und rüber gefunkt. Das waren praktisch Elementarteilchen, also elementare Einheiten, die dann vor Ort wiederum zusammengesetzt wurden. Also zum Beispiel auch in der Kaiserlichen Post 1900, Telegrafenservice, die saßen dann da, Kopfhörer, und haben dann, was ankam, mitgeschrieben. A, B, C, D, ja. Und dann praktisch die einzelnen Signale zu einem Text zusammengesetzt. Noch kurze Nachfrage. War das dann eigentlich erstmal nur für, also konnten das Privatpersonen machen oder war das nur für Behörden oder irgendwelche Interstaatskommunikationsdinge? Weil dieses kann man nicht vorstellen, dass das sonderlich viel Bandbreite drauf war. Ja, richtig. Wie bei aller Technologie am Anfang
sehr exklusiv, sehr teuer. Die ersten Übermittlungen waren praktisch vom Präsidenten zum König, vom Vorsitzenden einer globalen großen Firma zum anderen Vorstandschef. Also das spielte sich natürlich auf der obersten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Ebene ab, politischen Ebene. Und ja, für diese Kommunikation gilt, wie für alle Kommunikation, die ersten Computer unbezahlbar, Dutzende von Millionen Euro teuer, also damals D-Mark oder Dollar, und bis hin eben zum heutigen, wo man sich das doch relativ leicht leisten kann. Auch hier wieder von der Spitze geht es dann irgendwann in die Breite durch die Massenherstellung. Gab dann auch so bis in die 80er hinein eben dieses mobile Internet oder diese mobile Kommunikation per Telefon noch nicht so ausgebaut war. Morseclubs, ja, da haben die Leute sich hingesetzt und gemorst und dann, ach ja, irgendjemand hat es aufgenommen in Australien, hat dann geantwortet, ne, also so lief das dann. Und da wurde diese Morse-Technologie praktisch in das Wohnzimmer gebracht. Man braucht, glaube ich, nur so 6 Liter lange Antenne und dann hat das eigentlich funktioniert. Und um 1900 natürlich oder vorher war es natürlich eine sehr exklusive Angelegenheit, ja. Auch die ersten Telefongespräche, die kosten mal locker 30, 40 Dollar, ungefähr Monatsverdienst eines damaligen Arbeiters. Jo. Noch weitere Nachfragen zu dem Thema? Nö? Ja, anscheinend nicht. Ich glaube, da liegen wir jetzt super in der Zeit, freut sich der Nachredner und bedanke mich ganz herzlich fürs Interesse. Danke!